Ich präsentiere den König der Spiele. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktion Hoher Spielwert. Wir sind wieder im Ultra Comics. Letzte Woche war die Spiel in Essen. Michael, du wirst den Willi ein bisschen ausfragen, denke ich, oder? Beeile er sich, der König hat Laune. Der König hat Laune. Wir zeigen euch jetzt die Aktion Hoher Spielwert, was momentan wieder neu ist. Und ja. Und schauen wir mal, was der Willi so vor der Messe erzählt. Wie immer halt. Bis gleich. Jo. Ade. So, das letzte Mal war man ja so ein bisschen konfus unterwegs, weil sich alles so urlaubsmäßig irgendwie verschoben hat. Jetzt sind wir heute wieder zu spät dran. Aber dieses Mal, weil Messe war. Richtig. Deswegen schaut auch die Auslage heute ein wenig anders aus. Wir haben nämlich viel mehr drin, als eigentlich in der Aktion drin ist. Erzähl! Naja, wie gesagt, es war die Spiel in Essen, also die größte Spielemesse der Welt, wage ich jetzt mal zu behaupten. Wird von Jahr zu Jahr größer, da gibt es natürlich reichlich Neuheiten und darum war ich auch Ende des Monats nicht verfügbar, weil ich da zu Besuch war. Da reden wir dann gleich nochmal drüber, wie die genau. Messe. Genau. Und darum hat sich hier schon ein wenig was verändert. Das wird sich jetzt auch die nächsten Tage noch mehr verändern, wenn wir haben nochmal einen extra Tipp, ein Messe-Special mit 6 Highlights von der Messe, die jetzt schon verfügbar sind. Das ist nämlich auch schon eine Besonderheit, weil oft werden die in Essen auf der Messe schon verkauft, aber in Handel kommen es dann erst 4 Wochen später, 6 Wochen später. Weil das, was sie produziert haben, auf der Messe ausverkauft worden ist und dann... Ja, da werden oft Vorabmengen eingeflogen und die Hauptware steht dann noch auf irgendeinem Schiff, was von Hongkong hier rüber schippert. Vor 2 Jahren, Terraforming Mars auf Deutsch. Nach 5 Minuten ausverkauft. Ja. Na, es gab ja wieder und dann ewig nicht lieferbar. Es gab ja wieder ähnliches Highlight tatsächlich, das Jahr Adventure Island. War am Donnerstag um 14 Uhr ausverkauft. Messe beginnt ab Donnerstag um 10 Uhr. Ja. Genau, man muss dazu sagen, also es dürfen nur quasi die, ja, ich sag mal, Aussteller und Presse dürfen Mittwoch schon rein. Ja. Und das Publikum Donnerstag. Genau. Okay, aber genug der Schwafelei vorneweg. Würde ich sagen, schauen wir halt einfach mal, was wir jetzt einfach so da haben und wir wurschteln uns einfach so durch und schauen einfach, zu welcher Aktion jetzt was gehört. Weil ich meine, vorstellen können wir es ja trotzdem. Ja, natürlich, können wir darauf schon eingehen. Ne? So, fangen wir links an. Wir fangen links an. Fatal ist ein weiteres Fast-Forward-Spiel von Friedemann Friese vom 2F Verlag. Wir hatten ja schon die anderen 3 Fast-Forwards in der Aktion Hoher Spielwert. Das Spiel erklärt sich quasi während dem Spielen selbst. Das ist das Besondere an der Fast-Forward-Reihe. Ja. Immer mit einem etwas unterschiedlichen Thema. Und er hat jetzt ein viertes nachgelegt und es war es uns wert, das auch wieder in der Aktion Hoher Spielwert zu präsentieren. War da das Fabelsaft das erste? Oder war nee, das Fabelsaft gehört nicht dazu. Also noch Fabelsaft ist ja durchaus, Fast-Forward zeichnet sich auch durch diese kleinen aus. Ah, okay. Das war das Festung, Flucht und Furcht. Ah ja, okay. Ja, das waren auch alles dieses kleine quadratische Format. Mhm. Alles klar. Ja. Weiter geht's. So, wer weiß das, hatten wir schon. Hatten wir schon. Neom. Neom ist so ein kleiner Ausblick auf die Messesortierung. Okay. Da wollen wir nur anreisen. Also ist auch Vielspieler-Highlight. Ich sage mal SimCity mit 7 Wonders. Also, okay. Ja, man baut hier eine Stadt. Und draften uns den ganzen Spaß zusammen. Und wir draften uns die Teile zusammen, die ich in meine Stadt bauen möchte. Ist ja geil. Also... Es kommt echt das Seven Wonders Feeling auf und nur diesmal platziere ich es auf einem Spielplan. Muss natürlich auch aufpassen, dass die Straßen verbunden sind, dass ich Strom habe in meiner Stadt, dass keine Schwerindustrie neben meinen Wohngebieten ist, weil das finden die auch nicht so toll, die Leute, die da wohnen. Also hat uns sehr gut gefallen. Das müssen wir jetzt einfach mal kurz in die Kamera halten, weil ich bin ja eigentlich immer ein Fan irgendwie von so City-Build-Dingern, aber ich habe bisher noch keins gefunden, das mich so richtig umkaut hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber das schaut echt cool aus mit den Teils. Da muss ich dir fast recht geben. Ja, aber nur fast. Es ist ja immer wieder, es war mal vor ein paar Jahren auch wieder so Welle, wo 3 Verlage gleichzeitig irgendwelche Stadtbauspiele. Aber das hat uns extrem gut gefallen. Okay. So, okay. Daneben haben wir ein ganz, ganz Novum. Ja, wir waren auch erst da gesessen. Was macht man damit? Ich habe eins daheim liegen. Aber ich... einfach mal auf blöd, ne? Ja. Mal gucken, wie es so wird. Puzzles in der Aktion Hoher Spielwert, wie kann das sein? Ja, es ist ein Puzzle, es ist auch das blaue Dreieck, Ravensburger drauf, ist ja wohl einer der größten Puzzlehersteller in Deutschland. Und die haben einen populären Spieletrend der letzten Jahre aufgegriffen, nämlich die Exit-Games, Escape-Spiele. Und es ist quasi ein Exit-Puzzle. Der Flo schüttelt den Kopf, das ist, wenn du in einen Raum eingesperrt wirst und du musst wieder rauskommen. Das sind die Escape-Spiele und das verbinden sie jetzt mit einem Puzzle.
Aber bitte, weiter. Also, man hat ein Motiv. Es gibt aktuell 3 verschiedene. Mhm. Es ist noch für das angekündigt, soweit ich weiß. Und man puzzelt erstmal, wie man es kennt, ein Motiv und kriegt danach einen Fragenkatalog gestellt, in eine Geschichte verpackt, den man aufgrund des gepuzzelten Bildes lösen kann. Du musst aber die Rätsel auch erstmal im Bild finden. Das gehört auch noch dazu. Also, ich hab die Hexenküche daheim. Ja. Und also das Bild da vorne, das ist ja nicht hundertprozentig das, was du dann zusammenpuzzelst. Wäre ja sonst blöd, ne? Ja, sonst bräuchte ich es ja nicht puzzeln. Ja, genau. Aber wenn ich mir das vorstelle, also ich bin mal gespannt, wie das wird, ey. Ich bin sehr gespannt. Also, darum haben sie jetzt mal Puzzles in die Aktion Hörspielwert. Wir sind ja immer offen für neue Ideen, ne? Ja, hey, vielleicht. Ja. Ja, vielleicht. So. Das Ding da, ne? Da warte ich ja schon ewig drauf auf die deutsche Version. Ja, nicht nur du. Ja. Das Warten hat ein Ende. Spirit Island ist auf Deutsch jetzt erschienen, ist auch in der Sondersortierung zur Messe Essen. Und ich meine, da stellt sich keine Frage, dass das rein muss. Ja? Spirit Island, kooperatives Spiel. Wir alle spielen, also die Spieler spielen Naturgeister, die auf einer wunderschönen, einsamen Insel mit ihren eingeborenen Stämmen leben, die verehrt werden, die haben ein Opfer dargebracht. Alles, was man sich so als Naturgeist wünscht. Und plötzlich kommt so ein blödes Seefahrervolk und will diese Insel genau, annektieren. Genau, man fängt sich quasi europäische Siedler ein, ja, die jetzt dann plötzlich anfangen, hier die Bodenschätze auszubeuten und diese, also wenn sie nicht gerade abschlachten, zumindest konvertieren, die Eingeborenen. Und jetzt muss man schauen, dass man das ungeziefer wieder los wird, ne? Dass man wieder sein fröhliches Dasein auf seiner einsamen Insel fristen kann. Ein wahnsinnig tolles, kooperatives Spiel. Wir haben es gespielt. Es ist nicht ohne, also selbst in der einfachsten Stufe, denkst du, wie sollen wir das schaffen? Ja. Haben mir aber sagen lassen, also ich habe schon vor der Messe gespielt, beim Pegasus Händlertag, ich habe mir sagen lassen vom Redakteur, das kommt dir bei jeder Stufe so vor. Ah, okay. Ja. Bis aber du mal den Kniff dann raus hast. Wenn du das dann so zweimal gespielt hast, ja, dann denkst du, ja, wie konnte ich das mal nicht schaffen? Okay. Aber sie haben so viele schöne Stellmechanismen drin, dass du das sukzessive schwerer machen kannst. Okay. Und somit lange Herausforderungen und Spielspaß. Ja, und vor allem die eine Erweiterung, die erste, ich weiß nicht, wann die kommt. Ich habe mal so Pegasus mal angefragt und haben sie gesagt, ja, wir schließen es nicht aus, wissen tun wir es noch nicht. Wer es auf Englisch hat, die zweite Erweiterung ist gerade auf Kickstarter. Genau, und ich denke mal, wenn sich das so weiterentwickelt, wie es jetzt auf der Messe angeht, dann wird die mit Sicherheit auch auf Deutsch kommen. Ja? Ich habe mir sagen lassen, auf der Messe ausverkauft, innerhalb kurzer Zeit. Auch nicht ganz so schnell wie Adventure Island. Also du merkst schon, es ist das Jahr der Islands. Ja. Habe ich mir auch von Pegasus so sagen lassen. Jeder kauft Spirit Island, Adventure Island und dann noch einen dritten Titel. Das kann Mythos Tales sein oder dann war die ETS so, jetzt ein bisschen. Ne? So, okay. Aber Pegasus ist eh ein super starkes Herbstsortiment, muss man absolut anerkennen. Okay. So, dann kommen wir mal zu was Kleinerem. Human Punishment, Social Deduction 2.0. Ja, ne? Social Deduction. Ja. Wir sitzen in einer Gruppe und versuchen herauszufinden, wer ist. Also Werwölfe von Düsterwald ist wahrscheinlich das bekannteste Social Deduction Game. Ja. Human Punishment war auch ein Kickstarter, das ist ein kleiner Verlag, ein deutscher Verlag tatsächlich, Godot Games, ist ihr Erstlingswerk. Und wir haben es auch gespielt, wir fanden es richtig gut. Okay. Es geht tiefer, es ist mehr Spiel als Werwölfe zum Beispiel. Das finde ich halt geil. Deswegen gefällt mir zum Beispiel sowas wie Resistance oder jetzt dann für mich persönlich auch Secret Hitler mehr als jetzt irgendwie Werwölfe, wo du einfach quasi da hockst und einfach nur mit dem Finger auf die anderen Leute zeigst irgendwie. Nee, da sondern du hast auch was, wo du argumentieren kannst und so. Mehr Zockerei drin, ja. Also der Background ist Welt in der Zukunft. Die Maschinen haben die Herrschaft übernommen. Es gibt halt noch ein paar Menschen, die für das Überleben der Menschheit kämpfen. Es gibt natürlich die bösen Maschinen. Wer ist der Toaster? und es gibt Gesetzlose. Ja? Okay. Und je nachdem, welcher Fraktion du angehörst, hast du unterschiedliche Ziele. Allerdings ist es nicht ganz so klar definiert, wie bei vielen anderen Social Deduction Games, welcher Fraktion du angehörst. Denn du hast einen Charakter, der gibt dir eine Fraktion vor und hast 2 Gesinnungskarten, die auch dir Fraktionszugehörigkeit bescheinigen. Und aus diesen 3 Karten ergibt sich, welcher Fraktion du tatsächlich angehörst. Es kann also sein, dass auf deinem Charakter Maschine steht, du aber in Wirklichkeit zu den Menschen gehörst. Und das ist gerade der Kniff in dem Spiel. Das kann sich auch ändern während des Spiels, welcher Fraktion du angehörst. Ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass bei mir gerade so ein paar Zahnräder streiken. Okay, alles klar. Und lässt sich tatsächlich also von Spieldauer 4 bis 16 Spieler spielen. Ja.
Spieldauer, okay. Die schreiben 15 bis 90 Minuten. Also 10 Minuten pro Spieler so ungefähr. Wir haben es in der Runde zu fünft in der Dreiviertelstunde circa gespielt. Ja, okay. Ja gut. Ja, ist ja also ist eine vernünftige Länge. Ja. Ja, sehr gutes Social-Deduction-Game, was man sich echt mal anschauen sollte. Ich habe da halt auch oft das Problem, dass es dann irgendwann, wenn sich das Spiel zu lang zieht, dass es dann halt echt anstrengend wird. Entweder die Maskerade aufrechtzuhalten oder jetzt wirklich nochmal zu gucken, okay, war das jetzt vielleicht doch noch Bullshit, was er erzählt hat oder was doch die... Oh Gott. Das schwingt hier tatsächlich ein bisschen, weil manchmal erreichst du doch relativ schnell den Punkt, dass da keine Maskerade mehr ist. Dann schaust du bloß am Leben zu bleiben. Alles klar. Okay. Ja, genau. Gut, so, das Feuer in Adlerstein, Fall 1, Detective Stories. Detective Stories. Jetzt haben wir hier, das geht jetzt wieder in die klassische Escape-Game-Richtung. Jetzt sind wir wieder bei der hohen Spielwert. Jetzt sind wir wieder bei der, war Human Punishment auch, aktuelle hohe Spielwert, Human Punishment. Jetzt auch das Feuer von Adlerstein. Das ist jetzt wieder eine Art Exit-Game, nur hier geht es um die Ermittlung in einem Kriminalfall. Mhm. Und du hast hier drin in der Box Beweisstücke, Tatortfotos. Das geht sogar so weit, also man muss einen Facebook-Account haben, ja, denn es wird auch Online-Recherche betrieben. Also da findet man im Netz auf Facebook dann auch Hinweise, die auf die Lösung des Falls. Das ist so ein richtiges Feeling wie eine Krimiserie, eine Detective-Story, wo man hier im Büro sitzt. Wird auch gern mal hier dann mit Whiteboard gespielt oder Glasscheibe kam auch schon ins Rennen, ne? wo die Fotos hingeklebt waren. Also er vermittelt wunderbar dieses Feeling und das soll auch noch mehr nachfolgen in dieser Richtung. Da gibt es ja aber, gibt es da nicht irgendwie auch schon eins, irgendwie dieses mit Sherlock Holmes, sein letzter Fall oder so? Gibt's, der Sherlock schon mal Holmes, der war eigentlich älter, ist jetzt aber erst danach erschienen. Ah, okay. Ja, geht genau in die gleiche Richtung. Da habe ich aber natürlich nicht den modernen Ansatz, sondern spiele im viktorianischen London Sherlock Holmes-mäßig. Wie man es gern lieber hätte, quasi. Genau. Aber also ich finde es halt sehr geil, was es mittlerweile da halt schon gibt. Ne? Ja, ich meine, es kommt jetzt halt auch immer ein bisschen mehr, kommen noch ein paar mehr Titel jetzt in den Herbstneuheiten. Also in der Sondersortierung ist auch Detective drin. Wollte ich gerade fragen, ob Detective jetzt schon rauskommt? Nein, ist in der Auslieferung. Also steht auch Detective auf Portal, ne? Genau. Weil das ist ja dann auch wirklich komplett mit Internetrecherche und allem. Genau. Also da bist du wirklich der Ermittler, der versucht irgendwie rauszufinden, was es jetzt mit dem Fall auf sich hat. Also ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, ob du dann quasi wirklich auf blöd einfach das Googlen anfängst oder ob du eine Homepage hast, auf der du dann dich quasi einloggst und dann deine Internetplattform hast. Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber es deutet schon darauf hin, dass du wirklich wild das Googlen anfängst. Krasser Mist. Okay, so. So, dann haben wir noch was Kleines. Was Kleines, Claim und Claim 2. Also Claim ist ja schon seit Anfang der Aktion drin. Mhm. Das war ja Oktober. Und Claim 2 ist so neu, das ist erst zum Messeessen erschienen. Also das ist tatsächlich seit dem 26. Oktober auch erst in der Aktion, weil vorher durfte man es gar nicht verkaufen. Ja, aber was ist denn der Unterschied? Im Endeffekt ist es, das ist schön, ne? Der Unterschied, du wirst es nicht glauben. Ja, und das ist doch nicht alles. Ist die Tatsache, dass, also es ist ein Zweispielerspiel, es geht darum, den Thron an sich zu reißen in einem Fantasy-Königreich. In Form von einem Stichspiel. In einem Stichkartenspiel. Mhm. Und warum habe ich zwei Sets? Die kann ich getrennt voneinander spielen, aber wenn ich beide habe, kann ich bis auf 4 Spieler hoch. Ja. Dann spiele ich in einer 4-Spieler-Team-Variante, was ist auch rechtfertigt, dass ich mir beide kaufe. Mhm. Ist ein schönes, kleines, schnelles Stichspiel. So im Vergleich dazu, weil du sagst Team-Variante, wie muss ich mir das dann vorstellen, so ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, Schafkopf, dass man so versucht, dass man nicht weiß, mit wem man zusammenspielt? Oder? Ich gestehe dir, das weiß ich nicht. Alles klar, dann schneiden wir das raus. Ich darf auch mal was. Oder wir lassen es drin. Genau, ich darf auch mal was okay. wissen. Also gut, auf gut Deutsch, jetzt müsst ihr selber rausfinden, wie es funktioniert. Ja. Und wenn ihr es wisst, dann sagt es uns mal. Ja. Okay, schauen wir weiter. Wir haben jetzt hier nur noch einen Titel aus der aktuellen Aktion. Ja, aber dem widmen wir uns später widmen. Deswegen, wenn wir jetzt gerade schon angeschnitten haben, die neue Sortierung, ne? Jetzt haben wir ja hier schon gesagt, hier die Sondersortierung. Mhm. Neon. Spirit Island, ich habe schon gesagt, Detective ist noch drin. Mhm. Dann haben wir Discover drin als
Unique Game, mhm. also wird versucht, ein neuer Trend auszulösen. Nachdem die Legacy Games jetzt vor ein paar Jahren gekommen sind, haben wir jetzt ein Unique Game. Hast du das schon gespielt? Nein, tatsächlich. Ich habe mit Kollegen von mir, die auf der Messe waren, die haben es gespielt. Okay. Es klingt spannend, aber natürlich haben die eine Partie bis jetzt gespielt, okay. Die Demo-Partie. Was Unique ist, ist in jedem Spiel anderes Spielmaterial drin. Mhm. Ja, also man strandet hier auch auf einer Insel, die man entdecken muss. Ist so ein bisschen Adventure-Style auch gemacht mit Aufgaben und Missionen. Mhm. Und je nachdem, welche Box man hat, hat man unter Umständen andere Aufgaben, andere Gebiete, die man erforscht. Und man kann mit einer weiteren Box weitere Dinge oder vielleicht auch untereinander mal tauschen. Ganz einfach, wenn ich sage, ey, du hast noch ein Discover, ich möchte mal Gebirge erforschen, hast du Gebirge. Ja? Wir werden sehen, wo es hinführt. Also es klingt schon spannend. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich hatte jetzt das Seventh Continent daheim. Ja. Und es ist ja, schlägt ja quasi in die gleiche Nische. Und das würde mich jetzt einmal interessieren, weil Seventh Continent war jetzt der zweite Kickstarter und hat, ich sag mal, Verfügbarkeitsprobleme, um es mal so auszudrücken. Gibt's ja oft. Ja, und das ist jetzt halt dann quasi weit verfügbar und ja. steckt ein großer Verlag dahinter. Also ich bin sehr gespannt, ja, wie das läuft. Und dann haben wir noch, um es abzurunden, von Hutter, Forum Terrarianum, den neuen Stefan Feld drin. Okay. Also mit der Schwergewicht, Worker Placement, Worker Management, und da gehen wir aber auch noch näher drauf ein, wenn die Sortierung, machen wir auch noch ein Video dazu. Mhm. Und City of Rome von Abacus. Okay. Also Rom ist auch schon wieder so ein bisschen ein Thema. Da geht es um den Aufbau der eine Stadtteils, mhm. eines Stadtviertels mit einem meiner Meinung nach sehr schönen Aktivierungs-Beat-Mechanismus, wann ich dran bin, wie okay. viele Ressourcen ich zur Verfügung habe, ist auch wert, sich anzuschauen. Okay. Das sind die sechs Titel, die sollen jetzt auch, denke ich, alle spätestens nächste Woche bei den Läden verfügbar sein, weil wir haben es von den Verlagen bestätigen lassen, dass die in der Auslieferung sind. Okay. Und dann weitere Neuheiten aus Essen kommen natürlich dann in der Dezember-Sortierung. Okay. Wie lange habt ihr denn die separate Sortierung? Die läuft noch bis zum Ende des Jahres noch nebenher. Okay. Also es ist so ein bisschen abzyklisch, die läuft jetzt halt von November bis Ende Dezember. Okay. Ja. Gut, da sind wir durch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal noch so unsere Standarddinger. Was ja. lief bisher ganz gut? Was lief bisher ganz gut? Aus der aktuellen Sortierung sehr überraschend, sehr gut. Die Puzzles tatsächlich. Ja. Kann ich mir sogar komischerweise echt gut vorstellen, auch wenn es jetzt weniger Spiel ist, sondern mehr Beschäftigung. Aber so ein Puzzle, ey, ich meine, so ein Puzzle geht schon immer. Ja. Das liegt bei jedem irgendwo, liegt bestimmt ein Puzzle daheim. Also so ein Puzzle... Und wenn die Großeltern nicht wissen, was sie schenken sollen, dann schenkst du Puzzle, ne? Das ist ganz klar, ja. Okay, was noch? Überraschenderweise, was wir schon länger in der Sortierung haben, was lange etwas zach war, sage ich mal, ist das tiefe Land. Also anscheinend dringt es jetzt auch mehr in die Wahrnehmung. Das hat jetzt in der letzten Zeit deutlich auch ein tolles Worker-Placement-Spiel. Hatten wir schon gehabt, genau, das Thema. Ne? Semi-kooperativ, aber es kann am Schluss doch nur einen Sieger geben. Okay. Ja. Was müssen wir ein bisschen anschieben? Eigentlich diesmal möchte ich gar nicht sagen, dass wir irgendwas wirklich anschieben müssen. Was ich jedem ans Herz legen kann, ist tatsächlich Human Punishment, weil es ein zockiges Social Deduction Game ist. Wir hatten riesig Spaß. Gut, aber Thema Spielen ist auch genau das richtige Stichwort. Bevor der Flo jetzt noch anfängt, hier das Regal umzuräumen, würde ich sagen, widmen wir uns einfach jetzt mal unserer Überraschung von vorhin. Und zwar Paper Tales. Was das Ganze ist und wie das läuft und was es überhaupt von wem es ist und keine Ahnung, was alles gleich. So, wie bereits angekündigt, widmen wir uns jetzt Paper Tales. In dieser Runde, die wir gleich spielen werden, geht es um diese wunderschöne, formschöne Krone, die allerdings noch mein Haupt zieren darf. Ja. Wieso? Weil ich das letzte Mal bei Skyo souverän, ja, höchst souverän. Souverän. Ja, gewonnen hast. Ja, genau. So. Wir wollen natürlich diese Krone hier abnehmen. Ne? Also das steht ja mal wohl völlig außer Frage. So sieht's mal aus. Pappalapapp, alles vollkommen egal. Erzähl. Also, Paper Tales. Was ist es, worum geht's? Von Frosted Games ist auch ein Spiel, wo ich mich tatsächlich mit meinen Nachbarn bekriege. Ja? Mhm. Ist ein Drafting-Game, wie man es von Seven Wonders oder halt auch von Trading Card Games natürlich ursprünglich kennt, bevor es in der Brettspielwelt mehr Einzug gehalten hat. Ich meine, Blood Rage ist auch ein ganz gutes Beispiel. Es ist schnell, relativ schön zockig. Ich fand es sehr gelungen und wir erklären es euch jetzt einfach mal und dann werden wir hier mal eine Runde spielen.
So, jeder von uns hat ein Reich und jeder hat als Ressource mal grundsätzlich, oder als Ressource, als zur Verfügung, als was er bauen kann, diese Bauwerke. Das ist eine Kaserne, eine Stadt, eine Taverne. Taverne ist gut, ne? Ein Tempel und eine Mine. Die gibt es in zwei verschiedenen Stufen. Wir spielen nur vier Runden, also die muss klar sein, du kannst maximal vier dieser Gebäude bauen. Mehr wird nicht drin sein, ja? Ja, ne? Ja. Was spiele ich jetzt? Nichts habe ich zum Kippen.